Hallo, grüß euch. Auf vielfachen Wunsch von meinen Zusehern gibt es heute einen zweiten Teil von meinem Lift-Video. Es sind da noch einige Fragen, die an mich gestellt wurden und die versuche ich heute zu beantworten. Geht es einmal um dieses Grundmaterial. Das ist ein U-Profil, ein gepresstes U-Profil mit Außenkante 100 mm, 50 mm Wangenhöhe und 4 mm Wandstärke. Das ergibt ein Innenmaß von 92 mm und das ist das Grundmaterial für meine Steher. Die links und rechts nach oben führen. So, das war einmal der erste. Das zweite Material, das ist ja praktisch die Führung. Das Material, das in dieser Führung läuft, ist ein gleiches gepresstes U-Profil mit einer Außenstärke von 90 mm, 5 mm Wandstärke und 50 Wangenhöhe. Das bedeutet, wir haben 2 mm Luft, also 1 mm vorne und einmal hinten, also optimal für unsere Gleitfunktion. Und nichts Genaueres brauchen wir in diesem Fall auch überhaupt nicht. Diese Schienen, Führungsschienen, sind am Boden, dann einmal im Durchgang der Decke verschraubt und einmal ganz oben, das sehen wir uns später dann an. Das Plateau ist einfach mit einem Formrohr 50x50 Millimeter verschweißt, dann außen ein Rahmen aus demselben Material herum und in diesen Rahmen habe ich dann Winkeleisen verschweißt, damit ich eine Auflage für den Holzboden habe. Ganz wichtig ist natürlich die Abstützung, damit das Ganze auch dementsprechendes Gewicht aufhält und das sieht bei mir dann so aus. Dann haben wir oben noch eine Querverbindung, in der praktisch dann die Seilrolle läuft. Diese Höhe mit 1,90 Meter vom Plateau Oberkante bis Durchlass nach oben habe ich aufgrund dessen so gewählt, weil ich im Lift, im oberen Zustand, dann auf beiden Seiten aus- und einsteigen kann. Das war der Grund für diese Höhe. Theoretisch würde auch eine Höhe von 1,40 Meter reichen, um eine schöne Gleitfunktion zu haben. So, und jetzt fahren wir mal nach oben. Hier ist die originale Fernbedienung, die bei der Seilwinde dabei war. Ist einfach das Kabel nur verlängert entsprechend. Hier sieht man die Verschraubung. Die Liftbreite hat sich bei mir eben so ergeben, dass ich zwischen zwei Spanen hineinkomme. Hier sehen wir dann die Konsole, die den Ausschalter betätigt.
Nun gut, dann sehen wir hier die Befestigung im oberen Bereich, auch wieder ein starker Pfosten zwischen den Dachstuhl geschraubt und die Abstützung. Und hier haben wir dann oben die Verbindung so der beiden U-Profilsteher. Die haben ebenfalls ein 60x60 Formrohr, das dann genau für die Aufnahme der Seilwinde geeignet ist. Wenn wir bei der Seilwinde sind, das Teil hat eine Zugkraft von 500 Kilo beziehungsweise mit der Umlenkung von 1000 Kilo. Gibt es bei diversen Baumärkten oder Internetanbietern, Preis liegt so circa zwischen 150 und 200 Euro. Geht natürlich mit 220 Volt. Und hier sieht man auch, dass ich praktisch auf beiden Seiten durch die Höhe des Durchlasses aus- und einsteigen kann. Wenn man nur auf einer Seite einsteigen will, kann man diesen Käfig dann praktisch dementsprechend niedriger bauen. Ja, ich hoffe, ich konnte die offenen Fragen beantworten. Der Lift hat sich bis jetzt absolut super bewährt, muss ich sagen. Ohne irgendwelchen Probleme oder sonstiges. Und man kann, wie gesagt, jede Menge an Lasten nach oben bzw. nach unten bringen. Das ohne Kraftaufwand. Wichtig, die Steher 100 mm Breite, 50 und 4 mm Wandstärke. Und dann das Innenteil, das dann praktisch darinnen läuft. Ja, mittlerweile muss ich sagen, habe ich auch eine zweite Seilwinde im Betrieb. Wenn ihr wollt, kann ich irgendwann einmal eine kurze Dokumentation oder ein kurzes Video darüber machen. Und zwar ist es mir darum gegangen, so wie viele andere auch, habe ich einen PKW-Anhänger, der in Wirklichkeit von 365 Tagen wahrscheinlich 360 Tage nur im Weg herumsteht und Platz braucht. Und aus diesem Grund habe ich mir eine Halterung gebaut mit ebenso einer gleichen Seilwinde und kann das Teil aufziehen und somit braucht es keinen Platz und verstellt mir nichts mehr im Weg. Wenn Interesse besteht, kann ich hier auch einen kurzen Clip davon machen. Es ist keine besondere Konstruktion, aber es ist sehr praktisch, finde ich. Und ich hoffe, ich konnte eure Fragen bezüglich des Liftes klären und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.